Die Hebegeräte VacuMaster ermöglichen sicheres und ergonomisches Arbeiten mit schweren Lasten. Vorwiegend werden sie zur Beladung von Maschinen, Bearbeitungszentren und Sägen eingesetzt. Die umfangreiche Grundausstattung macht den VacuMaster für viele Anwendungen zum unverzichtbaren Helfer. Nach Betätigung des Hauptschalters werden der Kettenzug und der Vakuumerzeuger mit Strom versorgt. Der Vakuumerzeuger saugt die Luft im Vakuumspeicher und Verteiler ab. Das Hebegerät wird über den Kettenzug gesenkt und auf das Werkstück aufgesetzt. Über ein Handschiebeventil am Bedienelement werden Zuleitungen zum Saugreifer geöffnet. Das Werkstück wird angesaugt. Die Sicherheit des Bedieners hat oberste Priorität. Die Zweifachbetätigung des Handschiebeventils verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Wird das benötigte Vakuumlevel nicht erreicht oder fällt der Strom aus, so ertönt ein akustisches Signal. Gleichzeitig verhindert der große Vakuumspeicher das Abfallen der Last. Bei der Auslegung des VacuMasters kann zwischen drei Basismodulen gewählt werden. Standardmäßig ist das Hebegerät für die horizontale Handhabung ausgelegt. Für rüttelfreies und stufenloses Schwenken um 90 Grad oder Wenden um 180 Grad stehen weitere Basismodule zur Verfügung. Das Schwenken und Wenden wird dann über Druckknöpfe am Bedienbügel gesteuert. Der VacuMaster lässt sich dank des großen Sortiments an Saugreifern und Saugplatten an unterschiedlichste Werkstückoberflächen und Eigenschaften anpassen. Die Quertraversen und Saugplatten lassen sich leicht verschieben. So kann der Vakuumheber an wechselnde Formate angepasst werden. Zubehörteile wie der schwenk- und rastbare Bedienbügel für große Höhenunterschiede oder die Saugerabschaltung, mit der einzelne Saugplatten abgeschaltet werden können, machen den VacuMaster zum flexiblen Helfer. Das Hebegerät ist in diesem Baukastensystem neben dem gezeigten VacuMaster Basic auch als Komfortversion erhältlich. Das Bedienelement des VacuMaster Komfort vereint sämtliche Steuerungen für Kettenzug, Vakuum und Schwenk- und Wendevorgang. Zudem ist der VacuMaster Komfort mit einer Energiesparfunktion ausgerüstet. Ist das nötige Vakuumlevel erreicht, wird der Vakuumerzeuger ausgeschaltet. So reduziert sich der Energieverbrauch maßgeblich. Neben den Ausführungen Basic und Komfort bietet Schmalz weitere Hebegeräte speziell für die Anforderungen aus der Holz- und Metallindustrie. Beispielsweise den VacuMaster Eco für die Nutzung ohne externe Energiequelle, der VacuMaster Vario für Lasten bis zu 2 Tonnen und der VacuMaster Window für die vertikale Handhabung von Glasscheiben. Passend zu den Hebegeräten bietet Schmalz perfekt auf die Traglast abgestimmte Krane. Mit Säulenschwenkkranen, Wandschwenkkranen sowie Hängekrananlagen bietet Schmalz für alle Anforderungen die passende Lösung. Das günstige Verhältnis von Eigengewicht und Traglast machen die Krane besonders leichtgängig. Bei der Entwicklung der Vakuumheber stellt Schmalz höchste Anforderungen an die Sicherheit und die Ergonomie. Die Anwender profitieren von einem Hilfsmittel, das gesundheitsschonendes Arbeiten realisiert und zu einer erhöhten Produktivität beiträgt. Die Vakuumheber werden speziell auf die individuellen Anforderungen ausgelegt. Dabei arbeiten erfahrene Systemberater Hand in Hand mit dem Kunden.